Die Zeilung sollte eigentlich mal relativ schnell gehen. Wir fangen mit der Seite AB an, dann 110 Grad nach oben, dann können wir BC abtragen, die sind ja genau 7 cm, das geht häufig gut durch den Kreis, darf man natürlich auch mit dem Lineal. Dann sollte eine Parallele gezeichnet werden, denn das ist ja auch in der Angabe mit drin, dass CD parallel zu AB ist. Wir wissen dann aber noch nicht genau, wo D liegt. Deswegen machen wir mal in der anderen Seite weiter. Wir gehen von A hier rüber um 120 Grad, haben dann noch die Strecke EA mit 5 cm und D, das liegt jetzt, wenn wir genau hinschauen, senkrecht zu AB. Also die Strecke AD ist senkrecht zu AB. Das heißt, wir gehen hier senkrecht hoch, schauen, wann es quasi diese Parallele hier schneidet und dann haben wir unseren Punkt D, Parallele und Senkrechte in dem Fall. Gut, wenn wir mit der Zeichnung fertig sind, dann sollen wir gleich mal den Abstand berechnen. Den Abstand von Punkt B zur Seite CD. Ich habe das jetzt nicht gezeichnet, ich gehe das jetzt mal einfach mit der Maus hoch. Abstand heißt ja immer die kürzeste Verbindung und das ist automatisch eine Senkrechte. In der Formelsammlung steht das auch drin. Diese Senkrechte, wenn wir jetzt haben, entsteht ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel hier oben. So, jetzt ist die und die Frage, was haben wir in dem rechtwinkligen Dreieck? Wir haben diese eine Seite. Und wir haben doch genau genommen auch diesen Winkel hier unten. Denn wenn hier oben ein 90-Grad-Winkel ist, dann ist hier unten auch ein 90-Grad-Winkel. Das heißt, der Winkel, der hier übrig bleibt, sind 20 Grad. 20 Grad, die Seite ist die Hypotenuse und brauchen tun wir die Ankathete. Ankathete durch Hypotenuse heißt, Cosinus von 20 Grad ist eben d durch die Hypotenuse 7. Das Ganze nach d aufgelöst, indem ich mal 7 auf beiden Seiten rechne und schon habe ich den Abstand mit 6,58 cm berechnet. Jetzt soll man das Fünfeck berechnen. Klar ist auch, dass wir das relativ schnell in verschiedene Teildreiecke oder Vierecke zerlegen müssen. Also nachdem wir jetzt den Abstand ja hier schon drin haben, ist eigentlich relativ eindeutig. Ich brauche einmal das Rechteck hier in der Mitte, dann das Dreieck rechts und das Dreieck links. Das wird am einfachsten sein, das so zu unterteilen. Das Rechteck hier hat die Strecke AB als eine Seite 5 cm und nach oben geht es 6,58 cm. Also komme ich auf dem Rechteck, bin ich ziemlich schnell fertig. A mal B. Dieses Dreieck hier, ADE, machen wir zuerst das hier drüben. Das berechne ich auch mit diesem Winkel hier dran. Das sind ja nichts anderes als 30 Grad, da ja hier auch 90 Grad sein müssen. Also haben wir den Sinus von 30 Grad und 0,5 mal die eine und die andere Seite. Und das sind genau die Größen, die wir schon gegeben haben. Denn der Abstand ist natürlich nicht nur hier 6,58, sondern natürlich dann auch hier. Liegt ganz einfach daran, dass parallele Geraden an jeder Stelle denselben Abstand haben. Gut, jetzt fehlt nur noch das Dreieck hier drüben, aber da hatten wir ja schon einen Winkel von 20 Grad für den Sinus. Diese Seite hatten wir gegeben und die war von Anfang an da. Also nur richtig einsetzen, dieses Mal statt 5 mit 7, nämlich die Strecke. Und dann haben wir auch diesen Flächeninhalt. Jetzt noch alles zusammenzählen und ich komme auf 49,01 Quadratzentimeter. Das ist nicht genau das Ergebnis, was in der Angabe steht, aber um 0,1 heißt hier, wir haben an irgendeiner Stelle zusätzlich gerundet, wie die, die Lösung gemacht haben. Und deswegen kann auch 49,01 Quadratzentimeter richtig sein. Dann ist nur unterwegs nochmal eine Rundung mehr geschehen zum Beispiel. Bei der Aufgabe 2,4, da müssen wir nochmal zwei Strecken berechnen, nämlich die Strecke DE. Da fangen wir jetzt mal an. Ist auch klar, dass wir da in dem Dreieck hier bleiben, wo wir eh schon so viel haben. Da haben wir nämlich den Winkel und die beiden eingeschlossenen Seiten von dem Winkel. Und damit können wir über einen Kosinussatz das Ganze aufstellen. DE Quadrat ist gleich. Dann die 5 cm hier, die 6,58 cm hier, minus zweimal diese beiden Seiten mal Kosinus von 30 Grad. DE ergibt dann 3,36 cm. Der Winkel Epsilon ist noch gefragt. Der soll der Winkel EDA sein, also der hier oben. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Sinussatz. Die Seite, der Winkel zu der Seite, wie die Seite zu dem Winkel. Also stellen wir das auf, Sinus 30 Grad zu 3,36. Ist ja das, was wir gerade eben berechnet haben, DE. Und der Sinus von dem Winkel EDA, den wir brauchen, zu der Seite 5, das waren ja die angegebenen 5 cm von der Seite AE. Und das dann auflösen. Ich mache es jetzt hier mal wieder mit dem Tricky Trick. Also links oben mit rechts unten und links unten mit rechts oben multipliziert, über Kreuz multiplizieren, dann durch 3,36 teilen und anschließend noch den inversen Sinus nehmen. Ich könnte jetzt wieder hier den zweiten Winkel noch berechnen, aber es ist eigentlich relativ schnell klar, dass der Winkel EDA so ungefähr schon 48,08 Grad ist. Bei der Aufgabe 2,5 wird es jetzt etwas schwierig.
Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal, weil sehr viele Größen dazukommen sind, in meine Zeichnung die ganzen neuen Größen mal mit eingezeichnet. Wir sollen jetzt nämlich hier den Kreis einzeichnen. Das dürfte noch relativ gleich sein. Von E sticht man ein, geht nach A und dann geht man rüber mit diesem Radius und kommt dann irgendwann zur Seite CD, wo man dann G markieren kann. Bei einem Radius ist jetzt ja immer die Sache, egal was für Strecken dabei auftauchen. Also immer wenn man von der Kreislinie zum Mittelpunkt zurückgeht, ist es immer noch der Radius. Das heißt, für die Rechnung nachher können wir uns eigentlich schon bemerken, dass die Strecke EG auch 5 cm ist. Gut, aber fangen wir mal ganz locker an. Wir müssen irgendwie auf diesen Winkel kommen. Ja, in diesem Winkel versuchen wir mal ein Dreieck aufzustellen. Da werden wir relativ große Schwierigkeiten haben. Denn hier ist zwar ein Dreieck vorhanden, aber in diesem Dreieck haben wir so gut wie keine Größe. Gerade weil dieser Winkel da unten auch nicht irgendwie herzuleiten ist. Also in dem Dreieck kommen wir nicht weit. Die Frage ist, welches Dreieck nehmen wir denn dann? Da oben, da haben wir noch ein paar Sachen gegeben. Da haben wir eine Seite hier, da haben wir den Winkel und wir haben hier einen 90-Grad-Winkel. Das wissen wir noch von vorher, vom Abstand. Muss ja senkrecht sein. Und damit können wir den Winkel hier oben bestimmen und wir haben diese Seite hier oben. Das heißt, wir können in dem Dreieck oben Rechnungen anstellen. Was bringt uns das? Wenn wir diesen Winkel hier haben, diesen kleinen, und den großen Winkel hier hätten, könnten wir die beiden voneinander abziehen und wir hätten dann den Winkel. Wie kommen wir auf den großen Winkel? Also A, E, D. Den kriegen wir doch raus, wenn wir 180 Grad minus 30 Grad minus den Winkel da oben nehmen. Packen wir es einfach an. A, E, D sind 180 Grad minus 30 Grad minus 48,04 Grad. Also den großen Winkel haben wir schon. Dann gehen wir ins kleine Dreieck. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir hier auf den Winkel kommen. Als erstes machen wir das, was ich gesagt habe. 48,04 Grad plus 90 Grad, den rechten Winkel. Dann habe ich schon mal den Winkel hier oben. Dann habe ich die Seite und habe die Seite. Das heißt, wir können mit dem Sinussatz den Winkel hier aufstellen. Sinus von Winkel DGE, den wir jetzt quasi noch nicht suchen, aber den wir jetzt erstmal berechnen können, zu 3,36 und die beiden anderen Größen im Verhältnis. Hier löse ich das Ganze nach Sinus DGE auf oder direkt nach DGE, indem ich den inversen Sinus ziehe. Auch hier brauche ich nicht überprüfen, ob das Ganze stimmt, weil das sieht ein Blinder eigentlich mit Krückstock, dass das 26,70 Grad sein können und nicht 150 noch irgendwas. So, jetzt habe ich den einen Winkel und den Winkel, also kann ich mit 180 Grad minus die beiden Winkels, kann ich hier auf meinen Winkel GED kommen. Und jetzt war das, was wir von Anfang an vermutet hatten. Jetzt nehmen wir diesen 101,96 Grad minus die 15,26 Grad und wir erhalten nach langem Hin und Her den Winkel AEG. Bei der Aufgabe ist es halt besonders schwer, ein Dreieck zu finden, wo wir irgendwelche Größen zum haben. Da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Und ihr seht auch, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, weil man ständig mit irgendwelchen Winkelsummen arbeiten muss und eigentlich nur einen Sinussatz hat. Das kann hier schon schwierig sein, die Aufgabe zu lösen. Aber Gott sei Dank steht das AEG ja auch im Teilergebnis. Das heißt, wir könnten die Aufgabe 2,6 deswegen trotzdem lösen. Da ist nämlich gefragt, dass man diesen Flächeninhalt EAGD berechnet. Da ist einerseits der Sektor drin und andererseits das Dreieck hier oben. Den Sektor können wir berechnen, wir haben einen Radius und seit neuestem, seit der Aufgabe 2,5, auch diesen Winkel. Also ist das relativ leicht aufgestellt, 5 Quadratzentimeter mal Pi mal eben dieses Verhältnis 86,7 zu 360. Und das Dreieck da oben, da nehmen wir einfach diese zwei Seiten und den Winkel, den wir gerade berechnet haben. Das geht auch nur über diese beiden Seiten, denn die Seite da oben haben wir noch nicht. Oder werden wir auch nicht mehr berechnen. Wir könnten sie zwar berechnen, ist aber nicht notwendig. Wir haben die zwei Seiten und den Winkel. Und dann kommen wir auf 21,13 Quadratzentimeter für eben diese Fläche. Jetzt gilt es noch, den Anteil zu berechnen. 21,13 Quadratzentimeter anteilig an dem gesamten Fünfeck, das wir ja schon berechnet haben. Und das gibt dann 43,12%.